Willkommen zurück zu einer weiteren finsteren Folge Gotham Knights. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer düsteren Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr supporten wollt, ihr wisst, wie es geht, bewerten und kommentieren. Wir sind hier mal bei einer kleinen Nebenmission und zwar eine Nebenmission, die wahrscheinlich nur Batgirl haben wird, nämlich hier drüben Gordons Gedenkstätte. Da gehen wir mal hin. Und schauen mal rein. Was macht ein Mädel wie du an so einem Ort? Dasselbe wie du. Ein Freund besuchen. Ich denke immer, gleich steigt er da runter und weiß nicht, hält eine tolle Rede, schickt uns zurück an die Arbeit. Verdammt, Jim. Du hättest es gehasst. Die haben dich tatsächlich auf den Podest gestellt. Vielleicht verstünde er's. Er sagte oft, Menschen brauchen Symbole. Was zum dran glauben. Ja, aber damit meinte er euch. Nicht sich. Mit seinem kantigeren Kinn und einer besseren Brille. Sie haben sein Gesicht verändert? Ja, von hier sieht man es nicht gut, aber sieht total anders aus. Ich vermisse ihn. Ja, ich auch. Bis später, Jim. Batgirl. Ich finde schon, dass sie ihm ähnelt. Wenn man so drüber nachdenkt, ist der Name Batgirl ziemlich unweitsichtig. Ich meine, irgendwann wirst du älter. Irgendwann wirst du älter und dann bist du ewig ein kleines Mädchen. Das kleine Fledermausmädchen, das ist irgendwie... Nein. Nein. Nein, das funktioniert nicht so richtig. So, wir müssen in den Turm. Ja, der letzte Fall. So, jetzt wird mir der Turm da hinten angezeigt, aber der ist, glaube ich... Wie weit ist es denn? Keine Ahnung. Weit. Deswegen machen wir hier direkt eine Schnellreise. Das geht nämlich. Das werde ich nutzen, denn der Weg zum Turm ist echt ätzend. Gut, Nacht 3. 3 Verbrechen verhindert. Leute. Wir haben mehr Daten für die Tafel. Ich schau mal auf die Tafel drauf. Kleiner Blick auf die Tafel, warum nicht? Okay, das Ganze füllt sich immer mehr, was ganz nice ist. Aber bis jetzt hat sich hier der Laden noch nicht wirklich verändert, oder? Nö. Alles beim Alten. Denken Sie daran, was in Blackgate passiert ist, Miss Gordon? Unglaublich, dass ich auf Harley reingefallen bin. Sie ist entkommen und wer weiß, was sie sonst noch plant. Sie hat weder Nachrichten noch Karten hinterlassen. Haben Sie Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Konkretes. Aber sie gibt sich gern mit den Freaks ab. Ein guter Ausgangspunkt.
Okay, wir sollen das Buch öffnen und analysieren. Im Fokus der heutigen Gotham Minute steht eine prominente, oft kontroverse Person. Oswald Cobblepot. Das berühmteste und berüchtigste Mitglied von Gothams alteingesessener Cobblepot-Familie, Oswald Cobblepot, kam schon in jungen Jahren ins Geschäft. Derzeit sieht man ihn öfter, wie er Gäste seines neuen Unterhaltungspalastes, der Iceberg Lounge, begrüßt. Doch noch vor einigen Jahren war Cobblepot besser bekannt als der Pinguin, ein berüchtigter Gangster, der für eine Reihe von Finanz- und Gewaltverbrechen verurteilt wurde. Cobblepot pocht darauf, dass er nach seiner Strafe ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Die einzigen Pinguine in Gotham seien die smoking-tragenden Gäste der Iceberg Lounge. Ich bin Noor Rashid und das ist GCN. Oh, der Pinguin. Wow. Harley hat Profile von richtig antisozialen Gefangenen erstellt. Gut. Irgendwas geht ab in Blackgate. Fragen wir die Direktorin. Finden wir es raus. Nein, die Einträge sind Jahrhunderte alt. Die Direktorin ist neu. Die weiß bestimmt nichts. Wie konnte ich das übersehen? Ach ja, Harleys dummes System ist völlig unsinnig. Babs. Hey Babs, was hast du rausgefunden? Sie alle sind auf Berufung raus. Das hat Harley rausgefunden. Und jedes Mal wurden wichtige Zeugen ermordet. Hier. Alle wurden mit Messern aufgehängt. Genau wie Langstrom. Bruce hat was gewittert. Oh? Ich glaube, ich habe hier was. Oswald Cobblepot, der Pinguin. Er ist wie alle hier drin. Außer, dass er seine Zeit bei jeder Verhaftung abgesessen hat. Jemand muss ihn im Regen stehen gelassen haben. Vielleicht redet er mit uns. Er führt jetzt die Iceberg Lounge. Sagt, er sei sauber. Der verkauft sicher mehr als nur Alkohol in seiner Bar. Keine Ahnung. Batman wollte nie mit mir hin. Wenn du einen falschen Ausweis willst, musst du einfach nur fragen. Oswald ist gefährlich. Und außerdem ist Harley noch da draußen. Wir müssen aufpassen. Chill mal, Dick. Wir packen das. Ja, chill mal, Dicky Boy. Alles easy. So, was habe ich denn eigentlich jetzt hier? Moment, Ausstattung, Anzüge. Ui. Okay, nehme ich mal mit. Dann nehmen wir das hier mal. Nahkampf, kann ich irgendwas Cooles hier herstellen? Bereit zum Herstellen. Kein Unterschied zwischen den beiden. Na gut. Quams, damit wir mal ein bisschen mehr Damage hier machen. Müssen irgendwie gucken, dass wir stärker werden. Und den Kram können wir dann direkt zerlegen. Heroisch, ungewöhnlich. Okay, die heroischen Sachen, die würde ich ganz gerne noch behalten. Ist auch heroisch. Das hier ist Müll. Schauen wir hier noch rein. Das hier ist Müll. So, ich kann mal ganz kurz euch auch zeigen. Also man kann auch jederzeit alles verändern. Ja, man kann jederzeit alles verändern. Was echt cool ist. Es gibt coole Skins, wie ich finde. Den finde ich eigentlich auch ganz geil. Nightwatch. Nightwatch finde ich auch ziemlich nice. Und ich finde sie richtig cool. Batgirl. Ist ein cooler Charakter, macht Bock. Also, der gute alte Pinguin. Der will also Spiel und Spaß mit uns haben. Ach, das ist ja direkt dahin. Das wäre viel weiter weg. Ich habe einen Anruf von Star Labs abgefangen. Scheint keine der üblichen nächtlichen Störungen zu sein.
In dem Gebäude gibt es viele instabile Materialien. Ich sehe mir das mal an. Ich dachte wirklich, sie könnte gleiten. Im Ernst. Ich dachte wirklich, sie könnte gleiten. Bin ein bisschen enttäuscht, dass sie es nicht kann. So, was haben wir hier alles? Harley Quinn. Aha. Bombendrohung. Das Freak-Verbrechen. Herausforderung anzeigen, verfolgen. Haben wir hier noch irgendwas Unbekanntes? 5 bis 8 Nebenaktivitäten. Barbaras Geschichte. Okay, wo ist das denn? Barbaras Geschichte. Setze Ermittlung fort. Geht meine Geschichte gerade gar nicht weiter, oder? Na gut, dann machen wir erstmal hier das hier. Wir sind jetzt in Akt 2 schon anscheinend. 2.1. Ja, ich dachte wirklich, sie könnte gleiten. Also ich finde es ein bisschen schade, dass sich jeder identisch fortbewegt. Halt einfach nur mit dem Greifhaken. Bei Red Hood verstehe ich es ja. Weil so bewegt sich eben nur mal Red Hood. Aber Batgirl hat eigentlich dieselben Fortbewegungsfähigkeiten wie Batman. Und hier Batman ist viel Security. Es muss doch einen Eingang für Fledermäuse geben. Der macht den Fledermaus-Move. Der macht den Fledermaus-Move. Der gleitet. Da wird Robin und Nightwing sich auch genauso bewegen. Einfach nur hucken, hucken, hucken und halt Motorrad. Schade. Das ist wirklich schade. Aber schon bin ich drin. Rede mit dem Pinguin. Hab die Fledermaus eine Weile nicht. Ja, du hast mich eine Weile nicht gesehen. Mit Online-Dienst verbunden. Gucken die da hinten in meine Richtung? Wow, 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 wow. Der hat mich nicht gesehen? Okay. Ganz schön dumm. Jemand hat Späße. Sie gehört zu uns. Toll. Jetzt muss ich aber schnell sein, damit ich den Bonus hier bekomme. Okay, die Gegner sind echt dämlich. Wenn ich dich finde, wirst du dafür büßen müssen. Das ist einer von unseren. Ja. Das muss aufhören. Das hört aber nicht auf. Was passiert, wenn man uns angreift? Alter, sind die dumm. Da kommt der Nächste. Ich kann die alle schön hier sammeln. Mach das nicht wie sie. Ach komm. Komm, machen wir Action. Was habe ich denn jetzt hier gelevelt? Und hab meinen Nightwatch Outfit an. Bam. Ich habe auch eine neue Fähigkeit, die ich mal ausprobieren muss bei den nächsten Gegnern. Erreiche das Büro. Ozzy! Nicht überraschend. Die Tür ist aus Sandelholz, handgemacht. Die Reparatur wird schweineteuer. Ich verschwinde, wenn du ein paar Fragen beantwortest. Lächeln? Ein virales Video, wie du einen gebesserten Bürger angreifst, wäre auch gerade nicht so schön. Gebessert? Ich sollte Blackgate mehr zutrauen. War wohl sehr einsam, so ganz allein einzusetzen. Bist ja gut informiert. Wer hat deine Freunde rausgeholt und warum?
Wenn du in dieses Kaninchenloch willst, gibt es kein Zurück mehr. Das solltest du wissen. Das macht mir keine Angst. Ich sag's mal ganz deutlich. Ohne Batman bist du Zeitverschwendung. Hau ab! Hau ab! Na komm schon. Oder soll ich dein Fabergé-Ei zertrümmern, ha? Huh? Wie würde dir das gefallen? Also der Pinguin will nicht reden. Er trauert um Batman. Weil der immer so schön ihm auf die Fresse gegeben hat. Oh, eine Kiste. Obwohl die Kisten eigentlich auch bis jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Braucht man die Kisten? Ja, ich meine, sie sind ein netter kleiner Bonus, weil du dir natürlich Sachen herstellen willst, aber ich kann mir das halt auch nicht so richtig im Late-Game vorstellen. Glockenturm? Pinguin ist nicht kooperativ. Was immer er weiß oder nicht, er schweigt. Dann kommen Sie zum Glockenturm zurück und wir überlegen weiter. Verstanden. Geh mal noch da drüben hin, da gibt es ein bisschen was zum Zerbatschen. Ja, also es hat nicht dieses System, was zum Beispiel Marvel's Avengers hat. Und auch wenn, ich weiß, die meisten Menschen mögen Marvel's Avengers nicht, ich mag's. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen sehr viel gespielt. Hab da wirklich super viele Stunden drin. Ich würde sagen, an die 200. Was für mich viel ist, da ich ganz schön viel spiele. Wenn der Tag vorbei ist. Was ist denn das hier? Bane für Arme? Oh, warte, meine neue Fähigkeit. Das wird wehtun. Alright. Mehr hast du nicht drauf? Was bist du für ein Brocken? Ja, und in Avengers, da ist das Late Game schon echt cool. Ja, das ist echt cool, auch wenn die meisten wahrscheinlich ganz anderer Meinung sind. Aber durch meine Zeit bei Avengers habe ich viele Leute natürlich während dem Spielen kennengelernt. Die im Late Game aktiv sind. Und da kannst du schon echt coole Items finden und dir was Cooles zusammenbauen. So, warte, hier war doch eine Kiste. Oder irgend sowas in die Richtung. Und da freut man sich natürlich über jede Kiste. Obwohl später auch nicht mehr. Später kommst du auch nur noch an die Items, die du brauchst. Über die wöchentlichen und täglichen Geschichten. Und da brauchst du dann auch ein gutes Team und so weiter und so fort. Aber genau, was ich sagen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das alles auch hier drin haben. Also bei Avengers, da gibt es schon ein richtiges Late-Game. Und es gibt auch richtige Late-Game-Dungeons, die du auch wirklich nur dann spielen kannst, wenn du Max-Out-Ausrüstung hast und halt ein echt verdammt gutes Team. Und dann ist es halt wie bei den meisten Spielen dieser Art so, dass es danach wirklich nur noch darum geht, Feinjustierung, ne? Dass du dann wirklich einen... Batman hat uns hergeführt, um etwas zu finden. Sehen wir uns um. Okay, prüfen. Batgirl erkannt. Geheimes Vorratslager. Okay, wie funktioniert das hier? In die Richtung oder? Ah. Oh mein Gott. Okay. Identität bestätigt. Position an AR-Gerät gesendet. Öffne das Lager. Wo ist das Lager? Hier oder wie? Ne, oben. Oben. Ja, und dann geht es darum, halt wirklich zu gucken, dass man noch die letzten coolen Stats verbessert. Bruce Wayne Audio Logs. Hey Alfred, hat Bruce je davon gesprochen, Vorräte in der Stadt zu verstecken? Wir haben ein Lager gefunden. Es waren ein paar nützliche Sachen darin. Master Bruce hatte immer gerne einen Plan B. Die Vorräte in diesen Fächern haben ihm des Öfteren lange Wege zurück zur Betthöhle erspart. Wenn Sie sich genauer umsehen, finden Sie in Gotham sicher noch ähnliche Lager. Praktisch. Mal sehen, ob ich die anderen finde. Ha! Also irgendwelche Lager mit irgendwelchen Chrom.
Und bei Avengers gibt es halt richtige Raids. Also, wo man wirklich dann verschiedene Etappen hat und verschiedene Belohnungen bekommt, je weiter man durchkommt und so weiter und so fort. Ob es hier Dailies gibt? I don't know. Ich weiß es nicht. Und bei Avengers hat man natürlich auch viel mehr Charaktere. Und hier wird es keine weiteren geben, also... Einheiten zu Big Form Security. Da geht heute Nacht was Seltsames vor. Vorsicht. Et voilà. Iwalaua. Was machen die denn da? Was zum Geier machen die da? Schon. Ich glaube, ich bin deutlich stärker als du. Stoppe den Transfer. Ah, jetzt macht er den Move. Oh, Alter, das hat ihm die Hälfte abgezogen. Nicht schlecht. Komm schon. Heute nicht, du Nulpe. Alter, der geht ran. Stop it. Nein. Nein. Oh, irgendjemand will jetzt gleich auf mich shooten. Was war das denn? Ice Move? Und Avengers ist ja keine Open World. Sag mir, dass das jetzt hier der letzte ist. Da kommen jetzt noch mehr. Ey, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal gut. Ey, wo. Ist am Boden, hat Angst. Hör doch auf! Okay. Alright. Zwar kein Bonus, aber trotzdem. Ordentlich zerkloppt hier alles. So, ich gehe jetzt mal zum Uhrenturm. Machen wir mal eine Schnellreise hin. Auch wenn wir direkt in der Nähe sind, ihr wisst, der Eingang, der ist ätzend, weil du immer durch dieses doofe Rolltor da unten durch musst. Kann ich eigentlich irgendeine wichtige Aktivität versäumen? Wie zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht diesen Nebenauftrag gemacht, dann hätte ich Killer Croc verpasst oder sowas? Wenn das so wäre, echt mies. Es gibt Neuigkeiten an der richtig, Karte. Richtig mies. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Die Polizei untersucht, ob einer der berüchtigsten Verbrecher Gothams in die kürzlichen Unruhen in der Strafanstalt Blackgate verwickelt war. Die kriminelle Harley Quinn, ehemals Psychiaterin und Widersacherin von Batman, wurde Berichten zufolge während des Aufruhrs in Blackgate gesehen, obwohl sie derzeit keine Insassin ist. Laut Quellen aus Blackgate hatte Quinn in einer Zelle eine Art Operationsbasis eingerichtet, die gut platzierte Verbündete beim Sicherheitsdienst des Gefängnisses ermöglichten. Die Behörden untersuchen nun, ob Quinn den Aufstand angezettelt hat und was ihr Motiv gewesen sein könnte. Sie sehen GCN. Ich bin Noor Rashid. Alles klar. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Tschüss!